Die beiden Mädchen Fia und Lin sind stolz auf ihren Papa. Andreas Kopp ist einer der rund 13.500 Hobbyradfahrer, die am 6. Garmin Veloton Berlin teilgenommen haben. Die Amateure konnten sich zwischen 60 und 120 Kilometern entscheiden. Eine Medaille gab es für jede Teilnahme. Andreas Kopp wählte dennoch die längere Variante. Zieht sich natürlich immer bis zum Schluss etwas, aber als irgendeiner meinte, wir haben schon 85 Kilometer, da war ich quasi mental schon im Ziel. Da wusste ich, das klappt diesmal. Trotzdem gab es beim Rennen auch für ihn einen kritischen Moment. In der Kurve zum Zielsprint. Da habe ich plötzlich, jetzt kriege ich einen Krampf. Aber da war es dann nur noch, ich glaube, 2 Kilometer oder anderthalb. Mit rund 3 Stunden Fahrzeit ist Andreas Kopp zumindest der Held seiner Familie und hat sich die Massage durch die Schüler der Charité redlich verdient. Um in der Kategorie Jedermann zu gewinnen, musste man in diesem Jahr gute 20 Minuten schneller sein. So fuhr Hajo Drees nach nur 2 Stunden und 39 Minuten über die Ziellinie und wurde zum Sieger vor Björn Neumann und Lutz Schröder. Nach den Amateuren legten die Profis einen fliegenden Start am Brandenburger Tor hin. Rund 140 Radfahrer aus 23 nationalen und internationalen Top-Teams wetteiferten um den Sieg in der Kategorie Elite. Ein besonderer Höhepunkt bei den Profis war die knapp 9 Kilometer lange Zielrunde im Stadtzentrum, die 8-mal absolviert werden musste. Nach 4 Stunden und 6 Sekunden passierte Marcel Kittel vom Team Argos als erster das Ziel. Zweiter wurde Matteo Pelucci vor André Greipel. Bei der Siegerehrung strahlten somit 2 deutsche Profiradfahrer vom Treppchen. Der glückliche Erstplatzierte würdigte auch die Leistung des gesamten Teams. Meine Mannschaft ist super gefahren, ich muss sie wirklich loben. Und wir hatten auch eine super Ausgangsposition mit dem Hinterrad von André Greipel. Mir persönlich macht es immer sehr, sehr viel Spaß, überhaupt hier am Start zu stehen und dann noch zu gewinnen, ist eine richtig tolle Sache. Ja. Die Sprintwertung hingegen gewann Raphael Freienstein. Gute Laune herrschte nicht nur unter den Siegern des Tages, sondern auch bei den Zuschauern. Manche sind bereits zu wahren Fans des Berliner Velotons geworden. Das Besondere für mich ist, dass das Ziel hier an der Straße des 17. Juni ist, dass sie so historisch ist und dass man hier auch allgemein viel erleben kann. Ich finde die Fahrradfahrer toll. Über 70 Aussteller rund um das Thema Radsport sorgten zudem für den passenden Rahmen. Der 6. Garmin Veloton stimmte nicht zuletzt auch die Veranstalter zufrieden. Im 6. Jahr sind wir, würde ich mal sagen, so langsam in Berlin angekommen. Wir haben die Veranstaltung jahrelang weiterentwickelt und sind eigentlich jetzt so weit, dass wir auch in die Breite gehen können. Wir haben jetzt auch im Profifeld zum ersten Mal mehrere Sprinter am Start, die hier um den Sieg fahren können. Auch im Jedermann-Bereich halten wir uns stabil bei 14.000 Teilnehmern. Das Rahmenprogramm konnte noch mal zulegen in den Ausstellern. Und so langsam wächst die Veranstaltung. Nach einem schweißtreibenden Tag haben sich schließlich alle eine Erfrischung verdient, so auch Andreas Kopp und sein Team. Ob die 3 Frauen im Leben des Berliners ebenfalls auf den Geschmack des Radfahrens gekommen sind? Unser Damenteam ist in Gründung. Bis das Damenteam aus dem Hause Kopp beim Garmin Veloton auch ganz vorne mitfährt, wird es vielleicht noch ein wenig dauern. Aber schließlich ist ja das Dabeisein alles, auf die eine oder andere Art.